Was für ein traumhafter Morgen. Da rechts neben mir geht gerade die Sonne auf. Hinter mir sieht man wundervoll auf die oberösterreichische Berglandschaft. Man sieht das Tote Gebirge mit der höchsten Erhebung, dem großen Priel. Man sieht das Sensengebirge, man sieht die Hallermauern. Die Aussicht bei uns hier heroben, wenn die Sichtverhältnisse halbwegs klar sind, ist wirklich wunderschön. Sonne geht auf, man hört die Tiere, wie sie erwachen. Und ich möchte mir heute gemeinsam mit euch ein bisschen ansehen, was sich im Wald bereits so tut. Es ist der März angebrochen, der Frühling schreitet heran. Und mal schauen, welche Motive es im Wald zu entdecken gibt. Hab das 20 mm an die Nikon Z8 gegeben. Das heißt, heute wieder mal Landschafts- bzw. Waldfotografie mit Weitwinkelobjektiv, aber natürlich dabei auch ein bisschen Location Scouting, was die Tierwelt hier in meiner Umgebung, in der Umgebung meines Heimatortes so zu bieten hat. Herrlich. Würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Servus zusammen. Hinter mir habe ich jetzt eine erste Bildidee. Ihr könnt sehen, ein junger Nadelwald, schütze Fichten, und da hinten kommt die Sonne durch. Und ich möchte jetzt hier in den Wald ein bisschen reingrabbeln oder reingehen, je nachdem, ob ich mich bücken muss oder nicht, und werde dann versuchen, gegen die Sonne so ein morgendliches, sonnendurchflutetes Waldfoto zu machen. Hol euch in die Kamera. Und da machen wir uns jetzt mal unser Startbild. So, in dieser Bildkomposition, jetzt ist einfach die Sonne mein Motiv. Ich bin hier in dieses sehr, sehr dunkle Waldstück hereingekrabbelt. Sehr niedriger, dichter Baumbestand. Aber ich werde einfach jetzt hier die Sonne in der Mitte positionieren. Also die Sonne ist das Motiv und eigentlich weniger der Wald, sondern mehr die Sonne, geschlossene Blende, damit ich einen schönen Blendenstern zustande bringe. Und so nehme ich mir hier dieses Foto mit, die morgendlichen oder die Sonnen, der sonnendurchflutete Jungwald hier am frühen Morgen soll ein Startbild sein. Also so am Boden selbst kann ich noch nicht sehr viel entdecken. Da ist es wohl noch zu bald. Bei mir im Garten sprießen schon die Frühlingsgrüße oder die Frühlingsboten. Aber hier im Wald so Pilz oder so habe ich hier noch gar nichts gesehen. Ist es wahrscheinlich doch noch ein bisschen zu frisch. Das heißt, wir werden uns ein wenig auf die Bäume fokussieren müssen als Motiv. Was ist bei der Weitwinkelfotografie zu beachten? Generell natürlich die Regel, Vordergrund macht Bild gesund. Das gibt einem Weitwinkelfoto immer eine wunderschöne Wirkung, je nachdem, was der Vordergrund ist, und natürlich auch eine Tiefenwirkung. Bringt mich auch gleich dazu, dass man auf die Linien achten sollte. Das heißt, man kann natürlich auch Linien sehr gut verwenden, um ins Bild reinzuführen und ein Bild zu gestalten. Die Geräusche sind einfach herrlich. Und worauf ich auch noch hinweisen möchte, ist, achtet bei der Weitwinkelfotografie darauf, dass ihr schaut, ob ihr irgendwelche störenden Elemente im Bild habt, die ihr nicht haben wollt. Gerade beim Weitwinkel passiert es sehr, sehr schnell, dass man alles mit drauf hat. Ich habe jetzt hier kein extremes Weitwinkel, sondern nur das 20 mm. Aber auch das ist ein Vollformat, schon ganz schön weitwinkelig. Und damit kann man schöne Weitwinkelfotos machen. So, jetzt gibt es ein schönes Waldmotiv zu finden. Den Weg, den ich jetzt hier gerade runtergehe, dann bin ich bei meinem Schneeschuhvideo raufgestapft im tiefen Schnee. Ist allerdings jetzt hier irrsinnig matschig,
Also damals rutschig wegen Schnee, heute rutschig wegen Matsch. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, das verlinke ich euch gerne am Ende. Also wer noch nicht genug hat vom Winter, kann gerne da reinschauen, denn das war ein richtiges Tiefschneeabenteuer, das ich hier Anfang Dezember hier bei uns zu Hause hatte. War leider nicht sehr lange, aber immerhin. So, jetzt geht's runter hier in diesen lichten Waldabschnitt. Da drüben kann man jetzt nicht sehen, hinter dem Hügel. Da müsste die Sonne dann hochkommen. Da hinten, weiß nicht, ob ihr das jetzt erkennen könnt auf der Kamera. Halt mal dahin. Da sieht man die Rehe durch den Wald hüpfen. Also in jedem Fall auch ein Gebiet, wo sich Wild bewegt. Nochmal, da hinten kommt die Sonne hoch. Geht diesen Weg runter und da unten ist so eine Waldlichtung mit dünnem Baumbestand. Hat eigentlich im Winter sehr interessant ausgesehen. Mal sehen, ob ich dort ein Motiv finde. Der Weg da runter, ja, die matschige Stelle ist vorbei. Also ich begebe mich da mal runter, werde trotzdem versuchen, mich halbwegs leise zu verhalten, um das Wild nicht allzu sehr aufzuschrecken, und werde mich, soweit es geht, natürlich auch auf den Wegen aufhalten. So. Herrliche Stimmung hier am Morgen. Die drei Bäume da hinten möchte ich jetzt von hier fotografieren. Zuvor bin ich schon da unten gestanden. War ich näher dran. Da wurden aus den drei Bäumen vier. Aber ich würde sagen, ich lasse euch jetzt mal da unten durch die Kamera schauen und dann schauen wir uns noch den Bildaufbau hier von dieser Stelle an und dann blende ich euch mal ein paar Bilder ein. So, das ist jetzt dieser Bildaufbau mit den drei Bäumen, aus denen vier geworden sind. Vordergrund habe ich jetzt direkt keinen dabei, aber ich habe diesen Weg hier, der mir in die Tiefe hinführt. Ich werde auch noch versuchen, dann vielleicht eine andere Position zu finden. Diese Bäume hin, die haben mir von da hinten besser gefallen, aber das Foto nehme ich mir hier jetzt auf jeden Fall so mit. Das sind halt jetzt vier Bäume und der Weg geht eben da drin, eben diese drei hier links von diesen hier, und versuche die Kamera möglichst in der Waage zu halten, um stürzende Linien zu vermeiden. Und der Himmel ist ja auch gerade durchaus attraktiv, sehr blau, aber mit ein paar interessanten Wölkchen drin. So ergibt das durchaus ein schönes morgendliches, spätwinterliches Waldmotiv. Bin jetzt ein paar Schritte zurückgegangen. Zuvor war ich da vorne. Da. Und jetzt habe ich eben hier diese drei ein bisschen besser isoliert, weil der rechte vierte ein bisschen verdeckt ist von den Sträuchern. Das Foto nehme ich mir so mit. Das ist natürlich ein sehr unruhiges Foto vom Vordergrund her. Muss ich schauen, wie ich das in der Nachbearbeitung hinbekomme, ob das überhaupt etwas wird. Auf alle Fälle, diese drei sind so ein Blickfang, der mich hier erwischt hat, und ungefähr so nehme ich mir das Bild mit. Wäre natürlich im Hochformat mit etwas mehr Brennweite, wie ich sage, ich könnte dann da so zwischen durchfotografieren, Hochformat, und dafür näher am Weg ran, näher an den Bäumen ran. Würde wahrscheinlich auch funktionieren, aber heute eben Weitwinkelfotografie. Von den Jahreszeiten her, gibt es was Schöneres, als nach dem Winter die Frühlingssonnenstrahlen zu genießen, auch wenn noch gar nicht Frühling ist. Heute ist der 3. März. Herrlich. Aber
Wir sind zum Fotografieren da. Seht euch mal an hier. Der sonnendurchflutete morgendliche Wald. Da hinten die Sonne. Und da ein paar Bäume. Schaue ich mit euch durch die Kamera. Hier nehme ich mir ein Foto mit. Und dann geht es für mich weiter in diese Richtung. Da bewege ich mich hin. Aber auch bei der Weitwinkelfotografie gilt, es ist alles nichts, wenn das Licht nicht passt. Und das gefällt mir jetzt allerdings sehr gut. Seht euch das an hier. Der morgendlich durchflutete Wald. Da hinten die Sonne macht hier an diesem Baum, bricht sie sich. Daher dieser schöne Blendenstern. Einfach hier dieses Bild mitnehmen. Die Sonne so im rechten Drittel. Diesen Baum hier, den habe ich noch ausgeblendet, damit er mir nicht stört. Und dann eben diese paar Bäume, der glitzernde Boden, da hinten die Sonne. Ja, vielleicht den einen Baum da noch ganz und nicht abschneiden. Also den da meine ich. Ja, verschiedene Varianten sind nötig. Hier noch machen möchte, wenn ich mich in diese Richtung drehe, könnt ihr sehen, wie jetzt die Bäume von der morgendlichen Sonne bestrahlt werden. Und da schaue ich jetzt mit euch noch durch die Kamera, wird das letzte Bild für heute, zeige ich euch durch die Kamera, dann am Ende gibt es die restlichen Bilder. Ich möchte mich an dieser Stelle schon wieder von euch verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Daumen hoch nicht vergessen, würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, Abo dalassen, falls ihr das noch nicht getan habt. Das mit dem Gesundbleiben, sage ich am Ende, wenn wir durchgeblickt haben. Also, ciao. Hier jetzt also dieses letzte Bild. Und da zeige ich euch jetzt auch das mit den stürzenden Linien. Die Kamera ist jetzt etwas nach oben, also nach hinten geneigt, nach oben gerichtet. Und ich bringe jetzt hier eben die Kamera in die Waage. Und dann könnt ihr sehen, wie die Bäume langsam sich gerade richten, auch an den Rändern. Ganz gerade bringt man es meistens nicht hin. Aber es ist so schon auf jeden Fall wesentlich besser. Zudem habe ich natürlich die Bäume ganz drauf. Bildaufbau links, rechts. Könnt ihr wieder sehen, selber Abstand. Ich achte darauf, dass ich nicht hier diesen Baum links mit reinnehme, sondern mich eben auf diesen Ausschnitt konzentriere. Bild in der Waage. Und dann natürlich jetzt beim Video etwas überbelichtet, diese Aufnahme wird im Foto dann mit mehr Stimmung sein, weil ich im Foto wesentlich weniger Belichtung wähle. Aber zum Bildaufbau erklären, ist mir das so sehr, sehr recht. Letztes Bild für heute. Jetzt gibt's die Bilder. Alles Liebe und bleibt gesund. Ciao.